Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, ich kenne Legoland, aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Das war da alles noch der Russe. Wissen Sie nicht mehr? Der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr, ne? Dann grinsen die jungen Menschen so höflich vor sich hin. Was will der alte Mann denn jetzt schon wieder? Ne? Kennen Sie diesen Blick von jungen Leuten? Kennen Sie diesen Blick, wenn die so ganz leicht die Augen verdrehen und denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Ich kenne diesen Blick, ich habe vor kurzem selber noch so geguckt. Über Nacht bin ich alt geworden. Ich beginne zu begreifen, wie mein Opa sich gefühlt hat, wenn er aus dem Krieg erzählt hat. Wollen Sie auch mal so fühlen? Erzählen Sie aber einem 18-Jährigen aus dem Jahr seiner Geburt. Sie kommen sich vor, als würden Sie aus dem Schützengraben berichten. Erzählen Sie mal einem 18-Jährigen von 1990. Sagen Sie mal einem 18-Jährigen 1990, da gab es kein Internet, alle Telefone hatten Kabel, maximal 3 Meter. Und der Russe stand vor der Tür. Du meinst auch kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Wie erklären wir jetzt den jungen Leuten der Russe? Muss ja erklärt werden. Bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Der Russe. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat es nie heimlich gemacht. Der Russe stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Leuten sitzt der Russe im Fernseher mit der Milchschnitte. Und bevor... Bevor gleich wieder so ein 19-jähriger Schnösel kommt, das ist in Hamburg passiert, und mir erklären will hinterher, Herr Pispers, die Klitschkos sind aber aus der Ukraine. Genau, Jung, das ist ja der Gag. Das war alles der Russe. Es gab nur diesen einen. Und der stand vor jeder Tür. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 sitzt der Russe mit der Milchschnitte im Fernseher. Sollten wir nicht jetzt mal spekulieren, wofür Osama Bin Laden bei uns Werbung machen wird? Ich tippe auf Überraschungseier. Was glauben Sie? Keiner. Keiner weiß, was in 15 Jahren ist. Vielleicht sind die Deutschen bis dahin auch die Merkel leid. Man muss ja das Undenkbare denken können. Vielleicht haben wir Glück, sie wird vom CIA verwechselt und verschleppt. Und unser Geheimdienst merkt das erst nach 3 Jahren. Und wenn sie dann zurückkommt mit den langen Haaren und dem Bart. Scheint ihre Vorstellungskraft nicht zu übersteigen. Dann wird der Steinmeier da stehen. Steinmeier, kennen Sie unsere Außeneule? Frank-Walter Steinmeier, der Mann, der verzweifelt versucht, sich in sein eigenes Brillengestell reinzuhungern. Frank-Walter Steinmeier, so sieht man aus, wenn man 20 Jahre lang die Stiefel von Schröder geleckt hat, meine Damen und Herren. Da wird er da stehen, da wird er sagen, ich habe von der Entführung von Frau Dr. Merkel erst nach ihrer Rückkehr Kenntnis erhalten. Wir haben uns im Auswärtigen Amt, im zuständigen Krisenstab, zu jedem Zeitpunkt, obwohl wir nicht wussten, dass Frau Dr. Merkel entführt war, für eine Freilassung von Frau Dr. Merkel engagiert. Wir konnten eine Rückkehr von Frau Dr. Merkel leider nicht verhindern.